Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Hypos Kapitalmarktdialog wird zum einen Fragen aufgreifen, die sich in der täglichen Beratungspraxis stellen, das heißt Punkte, die wir mit unseren Kunden diskutieren, aber natürlich auch weitere Punkte, die wir aus der täglichen Kapitalmarktanalyse gewinnen. Und das Ziel ist natürlich, Ihnen hier einen kompakten und leicht verständlichen Überblick über die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten zu geben. Wenn wir uns die Agenda anschauen, dann werden wir uns zunächst mit den Rahmenbedingungen beschäftigen, die uns grundsätzlich und auch aus unserer Perspektive längerfristig begleiten werden. Danach schauen wir natürlich mal kurz auf die Zinsen, diskutieren das Für und Wider bei den Aspekten rund um die Euro- und Staatsschuldenkrise. Im Nachhinein dann natürlich auch der Aktienmarkt. Die Frage, die wir hier sehr häufig gestellt bekommen, ist natürlich, ob der Aktienmarkt nicht schon zu teuer geworden ist. Das Thema Edelmetalle, aus unserer Perspektive ein unverzichtbarer Schutz vor finanziellen Krisen und auch ein Schutz gegen Instabilitäten im Finanz- und Bankensektor. Das werden wir auch kurz beleuchten. Und abschließend gibt es ein kurzes Update zum IAM-Hypos-Strategiefonds. Wenn wir uns die Herleitung einer umfassenden Anlagestrategie anschauen, und das sollte für Sie als privaten als auch als institutionellen Anleger natürlich immer der Kern sein, inwieweit leite ich meine Anlagestrategie aus nachprüfbaren und auch objektiven Kriterien her? Und das schauen wir uns mal kurz für einen privaten Anleger an, da ja auch dort der Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit liegt. Typischerweise gehen wir davon aus, dass natürlich verschiedene Lebensziele bestehen, ob das der vorgezogene Ruhestand ist, die Finanzierung der Altersvorsorge oder ob das auch die geplante Übergabe von Vermögensbestandteilen an die nächste Generation ist. Irgendwelche Ziele sind typischerweise vorhanden und auf diese Ziele können wir natürlich auch ein Preisschild kleben. Und was wir dann im Nachhinein tun, ist, dass wir uns das aktuelle Vermögen anschauen. Man schaut sich die Sparfähigkeit und das Vermögensbildungspotenzial in der Zukunft an und schaut dann überhaupt, ist dieses Ziel, was man hier definiert hat, mit der Rendite, die am Kapitalmarkt erzielbar ist, überhaupt realistisch machbar oder sind das nicht irgendwelche Traumschlösser? Also das hier sehr stark finanzmathematisch geprägt und dementsprechend hier natürlich auch schon wichtig, das aktuelle Kapitalmarktumfeld zu betrachten. Wie sind denn die verschiedenen Renditen, die wir bei Vermögensklassen aktuell bekommen? Das sind laufende Dividendenrenditen, das sind natürlich auch die laufenden Renditen aus den verschiedenen Sektoren des festverzinslichen Bereiches und das hier auch das Fokusthema, das wir uns heute genau betrachten werden. Die finanzielle Risikobereitschaft als relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal im Unterschied zur finanziellen Risikowahrnehmung, die kann man mittels eines Fragebogens ermitteln. Auch hier, sofern Sie dies noch nicht getan haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail. Sie erhalten dann die Zugangsdaten, um diesen rund 15-minütigen Test zu absolvieren und meines Erachtens auch ein unverzichtbarer Bestandteil, wenn Sie heute eine erfolgreiche Anlagestrategie etablieren wollen. Dann natürlich die bestehende Vermögensstruktur. Wir können sehr viel darüber philosophieren. Gibt es Inflation? Gibt es Deflation? Wo gehen die Zinsen hin? Letztendlich sollte natürlich die bestehende Vermögensstruktur in alle Bestandteile zerlegt werden, um überhaupt mal sich klarzumachen, wo wirkt denn eine Inflation drauf? Und wenn die Aktienmärkte steigen, mit welchen Teilen meines Vermögens partizipiere ich überhaupt an diesen Kurssteigerungen? Und hier können wir das mittels unserer Hypos-Vermögensstrukturanalyse, können wir das darstellen. Und wir beziehen hier auch die Rentenanwartschaften, die Sie erworben haben, mit ein. Dann das Humankapital, das ist ein abstrakter Begriff für viele, aber wir haben hier auch eine Bachelor-Thesis zu diesem Thema hier im Hause betreut. Vereinfacht gesprochen macht das natürlich einen Unterschied, ob Sie verbeamtet sind. Dann haben Sie einen Cashflow aus Ihrer Arbeitstätigkeit, der eher dem einer Anleihe entspricht. Also sprich, ja, wenig Risiko nach unten, aber auch nicht so großes Upside-Potenzial nach oben. Und auf der anderen Seite, wenn Sie heute sich gerade als Architekt selbstständig gemacht haben, dann haben Sie natürlich relativ große Schwankungen und dann ist Ihr Arbeitskraft, Ihr Humankapital vielleicht eher das dem Profil einer Aktie entsprechend, mit den entsprechenden Chancen, aber auch Risiken. Und das alles sollten wir natürlich zusammennehmen, um hier eine Anlagestrategie zu entwickeln. Heute aber ganz klar beschäftigen wir uns mit dem Thema Kapitalmarkt. Wie sieht das Umfeld aus? Das Umfeld im Big Picture, das sollten wir nicht vergessen, auch wenn es aktuell in den Schlagzeilen der Medien nicht so wirklich vertreten ist. Wir haben natürlich einen Gleichlauf von Geldvermögen und Staatsverschuldung. Das ist, glaube ich, jedem bewusst und auch ohne hier in die Tiefen der verschiedenen Geldtheorien einzusteigen. Hier einfach mal die indizierte Darstellung des Geldvermögens der privaten Haushalte in Deutschland und die offizielle Staatsverschuldung Deutschlands. Sie sehen, die verlaufen natürlich parallel, weil das ist ganz klar, steigenden Schulden stehen natürlich auch steigende Vermögenswerte gegenüber.
Um das noch etwas stärker auf die Praxis zu beziehen und auch die Relevanz zu verdeutlichen, haben wir das für Sie nochmal grafisch dargestellt. Wir sehen auf der linken Seite den Gläubiger, auf der rechten Seite den Schuldner. Typischerweise hat der Gläubiger eine Forderung oder ein Guthaben und der Schuldner hat die korrespondierenden Verbindlichkeiten oder eben auch Versprechen. Und an dieser Stelle ist es eben ganz wichtig, sich klarzumachen, dass Sie als Gläubiger, wenn Sie eine Kapitalanlage, eine Anleihe zum Beispiel erwerben, dass Sie natürlich nur die Rendite erwarten können, die sich der Schuldner auch leisten kann. Sprich, wenn die Zinsen niedrig sind, dann sind auch die Renditen niedrig. Und dieser Zusammenhang gilt natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Wir haben das mal aufgegliedert für Kontoguthaben. Hier haben Sie natürlich eine Forderung gegenüber der Bank, auch die Lebensversicherung. Dort sind ja extrem große Teile des deutschen Vermögens gebunden. Sie erhalten jährlich eine Mitteilung über den Rückkaufswert, aber das natürlich auch nichts anderes als eine Forderung. Und auch hier wird klar, die Lebensversicherung kann Ihnen natürlich immer nur das auszahlen, was sie selbst am Kapitalmarkt einnimmt. Das heißt, wenn die Kapitalsammelstelle niedrige Renditen am Kapitalmarkt einkaufen muss, weil die Schuldner keine höheren Zinsen zahlen können oder weil sie vielleicht auch keine höheren Zinsen zahlen müssen, wie zum Beispiel aktuell die Top-Schuldner wie die Bundesrepublik Deutschland oder auch die Schweiz, dann kann natürlich auch wenig an die Leute mit der Forderung und dem Guthaben, also Ihnen als Versicherungsnehmern, gutgeschrieben werden. Das können Sie auf dem Zeitstrahl natürlich noch ein bisschen hin und her verschieben, aber nichtsdestotrotz, was Sie heute aus den Reserven nehmen, das können Sie morgen nicht mehr als Überschuss auszahlen und dementsprechend gilt dieser Grundsatz hier natürlich wie in allen anderen Aspekten auch. Der weitere Aspekt, Versorgungswerke, gerade relevant für die Ärzte, Freiberufler, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Co. Natürlich sehr ähnlich dem Konstrukt einer Lebensversicherung, was die Anlagestrategie betrifft. Aber auch hier natürlich ganz klar, man kann nur dauerhaft das einzahlen, was man selbst vereinnahmt. Abschließend noch ein sehr großer Schuldenposten, weil es auch sehr große Forderungen sind. Schauen Sie mal in Ihre Renteninformation oder in den Rentenbescheid. Sie haben die Forderung, die Bundesrepublik Deutschland hat die Schulden. Also sprich die Verbindlichkeiten Ihnen gegenüber. Hier gab es ja durch das Alterseinkünftegesetz auch bereits ja einen kleinen feinen Schuldenschnitt, den viele noch nicht realisiert haben. Von dahergehend kann auch hier nochmal der Aufruf sein, überprüfen Sie mal den aktuellen Stand Ihrer Ruhestandsplanung und Ihrer Finanzplanung, weil zum einen hat sich die letzten 10 Jahre steuerlich einiges verschoben und zum anderen können wir einfach nicht mehr mit den Zinsen und Renditen kalkulieren, wie man das vielleicht zu Anfang der 2000er Jahre getan hat. Wenn wir uns das Ganze auf dem Zeitstrahl betrachten, dann wissen Sie, dass wir nicht von der Schuldenkrise sprechen, sondern wir reden lieber von der Guthabenkrise. Die Schuldenkrise, das war erstmal nur der Effekt, den viele bemerkt haben. Wir hatten zu viel Schulden, Schulden wurden teilweise abgeschrieben, es gab schlechte Kredite, wie zum Beispiel in den USA. In der Konsequenz haben wir dann sehr niedrige Zinsen gesehen, zuerst auf dem Girokonto und auf den Tagesgeldkonten. Das ist natürlich die direkte Reaktion der Banken auf die gefallenen Refinanzierungszinsen bzw. auf die gefallenen Leitzinsen der verschiedenen Zentralbanken. Im nächsten Schritt haben wir eine steigende Nachfrage nach sogenannten sicheren Geldanlagen gesehen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen. Und wenn natürlich hier die Nachfrage steigt, dann steigen natürlich auch die Kurse und dementsprechend fallen die Renditen. Und auch das haben wir ja in der Vergangenheit bereits mehrfach hergeleitet. Ja, diese fallenden Renditen führen dann natürlich auch dazu, dass alle diejenigen, die diese niedrigen Renditen am Markt einkaufen müssen, also sprich Kapitalsammelstellen, Firmenrenten, Versorgungswerke und Versicherungen, die können natürlich auch weniger auszahlen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie sollen Garantien und Zusagen zukünftig finanziert werden? Und abschließend, ja, das Thema nicht finanzierbare Rentenansprüche, das wird auch noch ein Thema werden. Das hat zwar nichts direkt mit dem Kapitalmarkt zu tun, aber die demografische Entwicklung ist hier natürlich relevant. Und das spielt natürlich auch in viele Aspekte der Kapitalmarktentscheidung hinein. Wenn wir uns dann kurz das Geldvermögen der Deutschen betrachten, das sind jetzt die Zahlen per dritten Quartal letzten Jahres. Mittlerweile ist das Geldvermögen noch etwas gestiegen. Wir liegen aktuell bei 5,15 Billionen Euro. Das, wie gesagt, reinbezogen auf das Geldvermögen. Und Sie sehen es hier, rund 40% des Vermögens liegen im Cash. Dann nochmal 30% haben wir bei Versicherungswerten. Und wenn wir das mal in der Summe mal addieren, dann stellen wir fest, dass rund 80% des Gesamtvermögens der Deutschen, gemessen am Geldvermögen, das liegt in zinsabhängigen Werten. Ob das jetzt direkt auf dem Konto liegt oder indirekt bei der Versicherung, das spielt keine Rolle. Und was wir nun getan haben, ist, dass wir mal diesen Gegenwert genommen haben, wie hier diese 2 Billionen Euro in Geldvermögen, haben eine erwartete Rendite unterstellt von 0,5% und dann finden wir hinten die gewichtete Rendite.
Und das haben wir für jeden Vermögenswert genommen. Das heißt, wir haben bei festverzinslichen Wertpapieren 2,5% angesetzt. Wir haben für Versicherungen 3% angesetzt. Und für alles, was nicht direkt zinsabhängig ist, haben wir mal 5% unterstellt. Also, als würde jedes Investmentzertifikat 5% Rendite verbriefen. Das ist natürlich zu hoch. Aber Sie sehen, auch mit diesen Annahmen kommen wir nur auf eine gewichtete Renditeerwartung von 2,3% vor Steuern und Inflation. Und das heißt, im Wesentlichen wird hier, wenn es gut läuft, volkswirtschaftlich gesehen gerade das Kapital erhalten. Also hoffen wir mal, dass die Inflation nicht steigt. Im Extremfall, wir haben die Zahlen mal so gelassen, haben einfach mal für die Aktienmärkte, für diesen spektakulären Anteil von etwas über 5%, den die deutschen privaten Haushalte in Aktien halten, die DAX-Rendite des Jahres 2013 eingesetzt. Alles andere wurde gleich gelassen und Sie sehen es, selbst damit steigt die Rendite nur auf 3,4%. Und auch das wird natürlich in vielen Fällen nicht reichen, um Steuern, Inflation und Kosten ein Schnäppchen zu schlagen. Das heißt, die Verteilung des deutschen Geldvermögens ist doch extrem einseitig ausgerichtet und eine sehr deutliche Wette auf niedrige Inflationsraten und natürlich auch eine Stabilität von Geldvermögen im Allgemeinen. Das heißt, bevor wir uns nur mit den Tiefen des Kapitalmarktes beschäftigen, denken Sie bitte immer an diese Punkte und behalten Sie diese bitte auch im Hinterkopf, wenn Sie verschiedene Beiträge, Artikel und auch Schlagzeilen lesen. Also, das heißt, die Schulden des einen, die sind das Vermögen des anderen. Und der Gläubiger kann daher nur die Rendite erwarten, die sich der Schuldner als Zins auch leisten kann, respektive leisten will. Heißt natürlich im Umkehrschluss auch, wenn die Zinsen steigen sollen mit der aktuellen Leistungsfähigkeit, dann müsste vorher ein Teil der Zinsen weggeschnitten oder der Schulden weggeschnitten werden. Nur wenn Sie einen Teil der Schulden wegschneiden, dann schneiden Sie auch einen Teil der Vermögen weg. Und wenn Sie das in einem sehr vernetzten und verknüpften Finanzsystem tun, dann hat das natürlich entsprechende Folgen. Also das ist ein Thema, das Sie bitte immer im Hinterkopf behalten. Der größte Teil der Schulden, der wird allerdings öffentlich nicht diskutiert, die sogenannte implizite Staatsverschuldung. Das heißt, das sind die Versprechen und Verpflichtungen, die bereits im Sozialsystem feststehen, für die der Staat irgendwann mal zahlen muss. Die geburtenstarken Jahrgänge, die feiern momentan alle ihren Geburtstag, also sprich der 64er Jahrgang, der wird dieses Jahr 50 und irgendwann werden da eben aus den abstrakten Renten und Garantieversprechen, die sie momentan jährlich bekommen und schön im Ordner ablegen, wird halt harter Cashflow und da wird es auch nochmal einige Diskussionen geben. Grundsätzlich dementsprechend die Herausforderung nicht nur auf der finanziellen Ebene, sondern auch auf der sozialen und auf der gesellschaftlichen Ebene. Das heißt, wie soll eine Umverteilung stattfinden zwischen verschiedenen Ländern innerhalb eines Währungsraumes? Wie soll die Umverteilung stattfinden zwischen den verschiedenen Generationen? Und ein Beispiel ist ja momentan auch die Verteilung der Reserven, die durch die Niedrigzinsphase bei Versicherungen entstanden sind. Also sprich, sollen diejenigen, die jetzt kündigen, besser gestellt werden als die, die später kündigen. Das sind alles Themen, die wir in der Zukunft stärker sehen werden. Und Hilfe ist weder von der Finanzindustrie noch von Politik und Notenbanken zu erwarten, weil die Finanzindustrie, die versucht zwar aufzuklären, oder ich hoffe, sie versucht mal ein bisschen deutlicher aufzuklären, aber letztendlich werden natürlich Produkte kreiert, die dem typischen Bedürfnis des Anlegers entsprechen. Und das ist, wenn Sie sich die Umfragen anschauen, heute erstmal Sicherheit. Ich glaube, das liegt daran, dass da natürlich auch eine geringe Aufklärung überhaupt erfolgt und dass die meisten Leute gar nicht in der Lage sind zu beurteilen, inwieweit ihre Altersversorgung oder ihre finanziellen Lebensziele mit diesen Renditen überhaupt erreichbar sind. Im Kern bleibt es aber dabei, die Stellschrauben, die werden vielfältig und häufig erst später erkennbar sein. Man wird an Steuerschrauben drehen, man wird an Bemessungsgrundlagen drehen, wird noch andere Aspekte geben. Also von daher, das Thema Umverteilung wird uns sicher in den nächsten Jahren auf die eine oder andere Weise begleiten. Nachdem wir nur noch mal kurz die Grundlagen ins Gedächtnis gerufen haben, schauen wir uns mal das Thema Zinsen an. Und die Kernfrage natürlich, wann steigen die Zinsen wieder? Die meisten Ökonomen sind für dieses Jahr doch mit steigenden Renditen ins Rennen gegangen. Tja, per se muss man sagen, aktuell die Zinsen sind tendenziell eher gefallen, die Renditen sind nach unten gekommen. Dementsprechend auch Staatsanleihen mit einer doch ordentlichen Rendite haben den Aktienmarkt auch geschlagen auf Jahressicht. Also so viel mal zum Thema von Prognosen und Vorausschauen. Im Kern aber müssen wir es uns genau betrachten, deswegen hier mal in blauen Balken die Verschuldung der OECD-Länder im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Am Bruttoinlandsprodukt soll ja auch ein bisschen gedreht werden, noch ein bisschen Schmuggel und Menschenhandel mit rein, dann steigt das auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns die Zahlen mal betrachten, wir sehen eine steigende Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Und das sind nur die offiziellen Schulden, also ohne diese ganzen Rentenverpflichtungen. Gleichzeitig muss der Schuldner, egal ob er Deutschland, Japan, Großbritannien oder auch Amerika ist, immer weniger zahlen. Das heißt, die Qualität des Schuldners wird schlechter. Gleichzeitig wird er vom Kapitalmarkt mit niedrigeren Renditen und Zinsen belohnt. Also verkehrte Welt.
und dementsprechend auch der Anlagenotstand zu erklären, den wir momentan sehen. Die Zentralbanken, die finanzieren die Schuldenlast, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Teilweise haben sie auch direkt in den Markt eingegriffen und der Wanderpokal der Notenbankintervention, der liegt ja momentan in Japan. Nichtsdestotrotz, für Sie als Anleger oder auch als ob Sie jetzt Profi sind oder institutioneller oder privater Anleger, birgt natürlich diese Niedrigzinsphase ein extrem großes Potenzial für finanzielle Fehlentscheidungen. Und diese niedrigen Zinsen, die finden wir natürlich in allen Aspekten des täglichen Lebens, von den angesprochenen Altersvorsorgeprodukten über Versorgungswerke bis hin natürlich auch zu Krediten für vermietete Immobilien oder auch bei der Preisfindung für vermietete Immobilien. Also das Thema Zins ganz erheblich. Und dementsprechend, auch wenn Sie nicht davon ausgehen, dass die Zinsen steigen, beschäftigen Sie sich mal damit, was die Auswirkungen auf Ihre Depotstruktur, auf Ihre Immobilienwerte, auf fällige Finanzierungen in der Zukunft sein werden, weil Risikomanagement bedeutet ja nicht, sein Portfolio so auszurichten, dass es gut funktioniert, wenn alles der eigenen Meinung entspricht, sondern dass es auch funktioniert, wenn die Marktentwicklung gegen Sie läuft. Und meines Erachtens das große Risiko, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass die Zinsen stark steigen, das liegt auf der Zinsseite, also auch hier. Schauen Sie nicht nur in Depot, schauen Sie auf Ihre Finanzierung und betrachten Sie Ihre Vermögensstruktur hier gesamthaft. Grundsätzlich werden die Zinsen natürlich mit allen Mitteln gedrückt. Das Thema finanzielle Repression ging ja in den letzten Jahren auch häufiger durch die Presse. Dies bedingt allerdings, dass die Zinsen niedrig sind und dass die Inflation hoch ist. Ja, leider Gottes, sehen wir, dass die ganzen Notenbankinterventionen zu keiner Inflation führen. Wir sehen lediglich steigende Vermögenspreise, die auch vielleicht die ein oder andere Preisblase noch kreieren werden in der Zukunft. Aber an der Ladentheke, zumindest nach offiziellen Zahlen, ist die Inflation mit Sicherheit zwar vorhanden und auch höher als das, was uns die öffentlichen Zahlen darstellen wollen, aber in der Konsequenz muss man sagen, Entschuldung über Inflation, das funktioniert nicht wirklich. Und diese deflationären und disinflationären Tendenzen, die sind natürlich sehr, sehr schlecht für den Schuldner und verringern auch dessen Leistungsfähigkeit. Und ja, wenn die Leistungsfähigkeit sinkt, dann ist natürlich auch die Frage, wie kommt man aus den Schulden raus? Und disinflationäre Tendenzen, die erstmal positiv klingen für den Sparer, die können natürlich auch dazu führen, dass Verbindlichkeiten gar nicht zurück oder nur zum Teil zurückgezahlt werden und dementsprechend Schuldenschnitte auch in den nächsten Jahren an Relevanz gewinnen können, weil man es einfach nicht tragen kann. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Letztendlich ist die reale Betrachtung, also nach Inflation, entscheidend und dementsprechend wird es hier einen gewissen Transfer geben vom Gläubiger zum Schuldner. Wenn wir den Zinsteil also zusammenfassen, muss man ganz klar sagen, unsere Markterwartung ist, dass die Zinsen und Renditen tendenziell eher niedrig bleiben. Wir haben großen Anlagenotstand bei Versicherungen, bei Versorgungswerken. Die sind heute gezwungen, langfristige Verbindlichkeiten auch mit langfristigen Papieren zu decken. Das sogenannte Asset Liability Management bzw. Fristen. Matching, also Sie müssen das einfach matchen, langfristige Verbindlichkeiten, das heißt auch langfristige Vermögensbestandteile kaufen. Das führt natürlich zu einer gewissen Nachfrage. Im Kern glauben wir nicht daran, dass die Zinsen massiv steigen werden. Ob das dann jetzt schon die Vorboten einer globalen Deflation sind oder ob das jetzt lediglich Markterwartungen sind, da man sich auf die Zentralbanken als Retter der letzten Instanz verlässt, da muss man ganz klar sagen, beide Seiten haben ihre Argumente. Wir wollen es auch nicht abschließend beurteilen. Von daher geht der Hinweis, wenn Sie momentan Ihre Ruhestandsansprüche finanzieren wollen und Sie bekommen momentan mit gemischten Multi-Asset- oder Income-Fonds noch Renditen von 4%, dann ist das vielleicht nicht ganz so schlecht, einen Teil der Quote aktuell mal einzukaufen, weil in der Zukunft könnte es auch durchaus nochmal nach unten gehen. Ist die Euro-Krise vorbei? Ja, das ist das nächste Thema, das wir uns mal genauer betrachten werden. Hier sehen Sie mal das Wirtschaftswachstum in der Eurozone indiziert auf 100. Sie sehen, dass in vielen Ländern ging es nach der Finanzkrise ziemlich nach unten. Die Kreditkapazitäten gingen ja nach unten. Wir hatten massive Ungleichgewichte. In der Spitze sehen wir Griechenland. Da sind wir immer noch 25% unter der Wirtschaftsleistung, die wir vor der sogenannten Finanzkrise hatten. Nun ja, insgesamt ist das Wachstum aber nicht ausreichend, um damit aus den Schulden herauszuwachsen. Ich habe es angesprochen, Inflation sehen wir auch keine. Ja, das heißt, die niedrigen Renditen könnten auch durchaus hier der Vorbote einer Deflation in einigen Ländern der Eurozone sein. Und das wird unseres Erachtens auch die Europäische Zentralbank zunehmend unter Druck setzen, in irgendeiner Weise am Markt zu intervenieren. Ob es der Ankauf von besicherten Wertpapieren sein wird, das mag das eine sein. Ob es Programme geben wird, dass Banken belohnt werden, wenn sie Kredite vergeben, das wird man sich anschauen müssen. Aber nach wie vor die wirtschaftliche Situation doch weiterhin
eher positiv, sorry, negativ zu bewerten. An den Kapitalmärkten sieht es ein bisschen anders aus. Sie sehen hier mal in den verschiedenen Farben dargestellt die Risikoaufschläge, die unterschiedliche Länder im Vergleich zu Deutschland zahlen müssen. Vor der Finanzkrise hatten auf einmal alle Länder vom Markt gefühlt die gleiche Bonität. Ein Land wie Spanien hat die gleichen Renditen gezahlt wie Deutschland. Tja, man hat sich wohl auf irgendwas verlassen. Dann kam die Finanzkrise, das ist brutal auseinandergelaufen. Die Aufschläge sind explodiert. Ja, der Markt hat sich ein bisschen beruhigt. Ein paar Marktinterventionen durch die Notenbanken, eine schicke Rede von Herrn Draghi und Sie sehen, was passiert. Die Renditen fallen, die Risikoaufschläge gehen massiv zurück. Wir halten das doch für eine sehr vorweggenommene Reaktion, da wir wirtschaftlich überhaupt nichts gelöst sehen und wir sehen auch die strukturellen Unterschiede, die nach wie vor vorhanden sind. Auch das Bankensystem weiterhin extrem stark fragmentiert. Also das könnten etwas viel Vorschusslorbeeren sein. Und die Frage, die man sich doch stellen muss, wenn Sie es vergleichen, dass Sie heute für eine 10-jährige Staatsanleihe von USA, Spanien und Italien annähernd die gleiche Rendite bekommen als Anleger, aber Amerika wirtschaftlich besser dasteht und die noch dazu eine eigene, nicht beeinflussbare Notenbank haben, also nicht so beeinflussbar wie die EZB vielleicht von der Bundesbank mal beeinflussbar wäre, dann muss man sich auch hinterfragen, ob hier die Investoren momentan angemessen für ihre Risiken vergütet werden. Unsere Meinung ist ganz klar und die heißt nein. Die Schuldenproblematik ist das große Thema, deswegen auch mal hier die prognostizierten Schuldenschneide für das Ende 2014 im Vergleich zu 2007. In Rot sehen Sie diese historische Marke der angestrebten Schuldengrenze laut Maastricht-Verträgen eingezeichnet, die sogenannten 60%. Und Sie sehen es im Endeffekt, auch ohne ein Analyst zu sein, die blauen Balken sind überall größer als die orangenen. Das heißt, die Schulden sind gestiegen und das ist ein Thema, was uns weiterhin begleiten wird. Deswegen gucken wir uns mal kurz die aktuellen Haushalte an. Sie sehen die Prognosen für 2014, das sind die blauen Balken. Sie sehen den Durchschnitt der letzten 10 Jahre, das sind die orangenen Punkte. Und wenn wir uns das mal betrachten, dann sehen wir, dass wir überwiegende Defizite haben. Und man kann jetzt auch nicht gerade sagen, dass die Wirtschaft super läuft, aber alles in allem betrachtet muss man sagen, dass sowohl die Defizite als auch die Schuldenstände unseres Erachtens nicht rechtfertigen, dass man diese niedrigen Renditen als Kapitalanleger in Staatsanleihen erhält, außer, und das wäre meine Conclusio, die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass wir deflationäre Tendenzen in der Eurozone haben, aber gleichzeitig Schuldenschnitte und Anleihenausfälle abgefedert werden durch die Europäische Zentralbank. Das wäre ein Szenario, was die aktuelle Entwicklung bei diesen Renditen gewährleisten könnte. Aber Sie sehen es hier nochmal in der Übersicht. Es ging zwar teilweise ein bisschen nach oben, aber in Sachen Reformen und Strukturierung ist doch noch erheblicher Bedarf und schauen wir mal, ob die Politik das meistern wird. Zum Thema Politik, da sind wir natürlich beim Thema Arbeitslosigkeit. Sie sehen hier mal die offiziellen Arbeitslosenquoten in Prozent für die verschiedenen Länder. Das ist ja schon teilweise extreme Level, die wir hier erreicht haben. Letztendlich müssen diese Länder heute die Zeche zahlen, die man für die verlorene Wettbewerbsfähigkeit seit der Euro-Einführung generiert hat. Die Zeche wird nun bezahlt und das ist natürlich gesellschaftspolitisch ein erheblicher Sprengstoff und es bleibt wirklich abzuwarten, ob die Politik zum einen den Druck hat, hier Reformen anzustoßen und der Druck ist ja geringer geworden durch die Aussagen der Europäischen Zentralbank und durch die gefallenen Renditen und ob man vor allem auch hier den Rückhalt im eigenen Volk hat, um hier unangenehme Reformen anzustoßen. Wir sind da erstmal skeptisch, um es mal ganz klar zu sagen. Der Anpassungsprozess, der ist schmerzhaft und der ist natürlich auch riskant, deswegen hier mal die Konsumentenpreise. Sie sehen es, die sind tendenziell alle massiv nach unten gegangen. Letztendlich das Ziel der Europäischen Zentralbank liegt bei rund 2%, also da ist die Bank weit von ihrem Mandat entfernt. Achten wir mal auf die nächsten Inflationszahlen. Wir fragen uns schon, wo Inflation herkommen soll, weil schauen Sie auch mal die Produzentenpreise an. Der Lohndruck ist auch überschaubar, tendenziell eher Abwertungsbedarf, was das Thema Lohn betrifft, in der Peripherie. Also von daher das Thema Inflation erstmal nicht so stark vorhanden. Die Probleme der Fragmentierung des Finanz- und Bankensystems lässt sich sehr gut ableiten an den Kreditzinsen, die die Unternehmen zahlen müssen. Und Sie sehen hier mal die Darstellung für Kredite an Unternehmen bis zu 1 Million Euro an nicht-Financial-Unternehmen, also sprich an ganz normale Unternehmen, die nicht im Finanzsektor aktiv sind. Und Sie sehen es im Endeffekt, die Renditen oder die Zinsen, die Unternehmen zahlen müssen, die sind von Land zu Land stark unterschiedlich. Sie sehen hier zum Beispiel in Grün Deutschland dargestellt oder auch auf Frankreich. Ja.
Da relativ überschaubare Zinsen. In der Peripherie sind die Zinsen höher. Das heißt, die Unternehmen haben sowieso Anpassungsprobleme bei den Löhnen, zahlen gleichzeitig auch noch höhere Zinsen für ihre Kredite. Dazu kommt noch das Thema überhaupt Verfügbarkeit von Krediten, weil die Zinsen sind ja das eine, aber ich muss den Kredit natürlich auch erstmal bekommen. Also auch hier starke Fragmentierung und da ist natürlich fraglich, wie die Notenbank und die Politik das Thema lösen will, weil Fakt ist auch, hier müsste es natürlich eine Angleichung geben, sofern man im Endeffekt die Wettbewerbssituation verbessern möchte. Ja, der Euro war ein Fehler, so hat es unser Analyst hier mal ja, tituliert. Letztendlich mal die Darstellung der Realzinsen, also der Renditen von Staatsanleihen abzüglich der offiziellen Inflationsrate. Und Sie sehen hier, da sind wir teilweise wirklich erheblich unter Wasser, wenn Sie mal schauen, Frankreich oder auch in Deutschland. Ja, da haben wir negative Realzinsen. Ja, so funktioniert Entschuldung ja ein bisschen langsam oder auch fast gar nicht. Auch in anderen Ländern ist das im Endeffekt sehr niedrig und das ist auch ein großes Problem, was wir hier nach wie vor haben. Und wie gesagt, die Frage stellt sich, wie wir das Thema Schulden lösen, weil wir wachsen nicht stark genug, um aus den Schulden rauszuwachsen. Wir haben keine Inflation, um die Schulden nominal zu entwerten und gleichzeitig haben wir eher disinflationäre Tendenzen, die die Schuldentragfähigkeit immer schwieriger machen für die einzelnen Länder. Und gleichzeitig haben wir aber auch durch die gefallenen Renditen nachlassenden Reformdruck. Also für die Eurozone gibt es noch einiges zu tun. Wir sind hier weiterhin skeptisch, glauben zwar an eine Idee eines gemeinschaftlichen Europas, aber nichtsdestotrotz, wirtschaftlich gesehen, sind ja noch viele Baustellen zu lösen und wir sind hier momentan skeptisch, dass diese gelöst werden. Und das heißt auch in der Konsequenz ganz klar Analyse des Portfolios und der Vermögensstruktur hinsichtlich der Probleme, die aus einem neuen Aufschwellen oder einem neuen Aufleben der Eurokrise entstehen könnten. Das heißt, auch die Investitionen in ausländische Währungen überprüfen und natürlich auch mal eine Diversifizierung der Schuldner vornehmen, weil es zwingt sie ja keiner, ihre Gelder so anzulegen, dass sie nur Staaten aus der Eurozone oder Unternehmen aus der Eurozone ihr Geld leihen. Aktienmarkt, ist er zu teuer? Ist er nicht zu teuer? Also hier mal der historische Vergleich von Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Auch die zahlen immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Gerade in Amerika auch sind die Margen der Unternehmen auf einem Allzeithoch und das fließt natürlich auch in diese Zahlen mit ein. Nichtsdestotrotz, wenn man den Aktienmarkt mal betrachtet, hier in Grün den DAX, die gestrichelte Linie ist der Durchschnitt seit Anfang der 70er Jahre. In Orange sehen wir das für den marktbreiten S&P 500 aus den USA. Hier muss man sagen, wir sind ein bisschen über den Durchschnitten, aber diese Kennzahl, auch wenn es teilweise in den Medien so dargestellt wird, die heißt nicht, dass Sie Ihre Aktienquote groß verändern müssen. Das heißt, Ihre strategische Aktienquote sollte aufgrund dieser Bewertungsmatrix weder besonders hoch noch besonders niedrig sein, sondern sollte sich nicht genau auf dem Niveau befinden, was Ihrer finanziellen Risikobereitschaft und Ihrem langfristigen Anlagehorizont entspricht. Die Grafik hier, das gebe ich zu, ist ein bisschen verwirrend, sind ziemlich viele Punkte. Wir haben sie trotzdem mit reingenommen, weil sie mal sehr schön zeigt, wo wir stehen. Sie sehen hier jeweils links abgetragen die verschiedenen Länderindizes, also wenn Sie so wollen, den DAX von Mexiko, den DAX der Schweiz, den DAX von Schweden und so weiter. Sie sehen hier im Endeffekt das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell, das ist hier in blau dargestellt, dieser blaue Balken. Dann sehen Sie in diesem gelben Balken hier, sehen wir den 20-Jahres-Durchschnitt. Dann sehen wir hier in grün sehen wir das 20-Jahres-Tief und in rot sehen wir das 20-Jahres-Hoch. Und wenn wir das jetzt mal für einen Markt wie Deutschland machen, dann sehen Sie im Endeffekt, wow, hier war das Tief, der grüne Punkt. Wir sind in Sachen Bewertung, sind wir bedeutend drüber, wie uns der blaue Balken zeigt. Wir sind aber noch ein gutes Stück vom Durchschnitt entfernt. Im Durchschnitt war es ein bisschen teurer. Und wir sind vor allem auch ganz weit vom 20-Jahres-Hoch entfernt. Und wenn wir uns das mal für die verschiedenen Märkte betrachten, dann wird zum einen deutlich, dass wir nicht über den Aktienmarkt sprechen, sondern der Aktienmarkt ist zum einen regional zu unterteilen. Zum anderen besteht der Aktienmarkt natürlich auch aus verschiedenen Größenklassen. Es gibt kleine und großkapitalisierte Unternehmen. Und dann gibt es noch nach der Bewertung unterschiedliche Unternehmen. Sie haben Value-Unternehmen, Sie haben Growth-Titel. Also von daher die pauschale Aussage, dass der Aktienmarkt zu teuer ist. Die ist natürlich Unsinn. Wir müssen immer über konkrete Märkte sprechen, also über Teilsegmente. Und die Conclusio, die Sie auch aus dieser Matrix hier ablesen können, die muss natürlich wie immer lauten: Ihr Depot sollte ausreichend diversifiziert sein über Länder, über Investmentstile.
Und natürlich auch über verschiedene Bewertungen. Und momentan sehen wir ganz klar ein steigendes Interesse auch wieder an zyklischen Titeln. Wir sehen steigendes Interesse in sogenannten Value-Aktien. Und dementsprechend sollte Ihr Portfolio wirklich auch gesamthaft aufgebaut sein. Auch die Grafik, ich gebe es zu, ist nicht ganz so einfach, aber es geht uns ja darum, auch mal Relationen zu schaffen, weil was hat ein DAX im Jahr 2014 mit einem DAX vom Jahr 2000 zu tun? Deswegen haben wir hier mal Relationen zwischen verschiedenen Vermögensklassen dargestellt. Sie sehen es im Endeffekt auch hier mal kurz im Text eingeblendet. Das ist ein gutes Beispiel. Wir sehen, das Kursgewinnverhältnis für Euro-Unternehmensanleihen liegt aktuell bei 46. Das heißt, der Investor zahlt auf der Indexebene momentan das 46-fache des Jahresertrages, also quasi der Rendite bis zur Fälligkeit, zahlt er aktuell, wenn er hier diese Anleihen kauft. Und das wollen wir nun ins Verhältnis gesetzt zum Kursgewinnverhältnis des weltweiten Aktienmarktes. Das liegt bei 15,7. Und wenn wir das nun ins Verhältnis setzen, sehen wir, der Faktor liegt bei 2,9. Und grundsätzlich, je höher dieser Faktor ist, das sehen Sie für die verschiedenen Vermögensklassen hier abgetragen, wie Staatsanleihen, Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen, je höher dieser Faktor ist, desto teurer wird quasi das geringere Risiko im Verhältnis zum erwarteten Wachstum im Aktienmarkt momentan von Investoren eingeschätzt. Und damit wir hier keine Zeitpunktbetrachtung haben, sehen Sie das auch jeweils noch im Zeitverlauf mal dargestellt. Und was wir ganz klar sehen, dass natürlich alle Werte, die irgendwie Zinsen haben, die eine gewisse Sicherheit versprechen, die eine laufende Rendite ausweisen, die sind hier natürlich tendenziell am teuersten. Hier sehen wir ordentliche Aufschläge. Und von daher, das ist doch ein Segment, wo man tendenziell auch vorsichtiger sein sollte. Und auch hier, wenn wir mit Managern sprechen, zum Beispiel aus dem Bereich der Hochzinsanleihen, hier haben Sie bereits die ersten Manager, die ganz klar sagen, wir sind hier vorsichtig, wir versuchen unser Risiko zu reduzieren, der Markt ist ein bisschen heiß gelaufen und das entspricht auch unserer Meinung. Wir glauben, dass viele Bereiche im Segment der festverzinslichen Wertpapiere, dass Sie dort als Anleger weder für das eingegangene Kreditrisiko noch für das eingegangene Laufzeitrisiko adäquat vergütet werden. Und heißt auch für mich in der Conclusio, Investitionen in Schuldtitel, in Anleihen würde ich heute tendenziell eher aktiver steuern als passiv, weil bei passiv kaufe ich natürlich einfach nur plump dessen, was hier in Indizes dargestellt wird. Gold, Edelmetall im Allgemeinen, muss man nachkaufen. Hier gilt natürlich die Prämisse, dass wir Gold und Silber als elementaren Bestandteil jeder Vermögensstruktur sehen. Ganz klar, wir reden hier über monetäre Edelmetall, wir reden nicht um Spekulation, wir reden über den direkten physischen Besitz. Und hier gilt es natürlich ganz klar zu sagen, das ist Teil meiner Vermögensstruktur. Ich werde hier Schwankungen haben, ich werde hier massive Schwankungen haben. Ob die manipuliert sind oder nicht, lassen wir es mal außen vor. Wir nehmen die Preise, wie sie sind. Und dementsprechend können wir hier nur uns die Gesamtbetrachtung mal anschauen. Aktuell haben wir weder eine Krise noch Inflation. Deswegen, Sie sehen es, Gold- und Silberpreise gingen schön nach oben. Dann kam man massiv nach unten. Seitdem sind wir irgendwo im Niemandsland. Viele taktisch orientierte Investoren haben ihre Position massiv abgebaut. Ich glaube, die Bestände an sogenannten ETPs, also Exchange Traded Products, die auf Edelmetallen basieren, die haben sich nahezu halbiert. Ich glaube, der größte Verkaufsdruck ist draußen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, wo sollen momentan die Treiber herkommen? Die Krisen sind momentan nicht so wirklich relevant in der öffentlichen Wahrnehmung. Inflationsdruck ist auch keiner da. Für amerikanische Staatsanleihen gibt es mittlerweile wieder 2,7, 2,8%. Also auch teilweise sind die offiziellen Realzinsen ja auch gestiegen. Und das macht es natürlich für die monetären Edelmetalle schwer, sich hier zu behaupten. Und von dahingehend, da ist die Preisperspektive momentan eher schwierig. Einfacher war es, ja, ein bisschen in der Vergangenheit. Sie sehen hier mal in grün die addierte Notenbankbilanz der Eurozone, Japan, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sehen es. Die Bilanz ging nach oben, der Goldpreis ist mitgestiegen, das war ein schöner Gleichlauf. Nur, tja, irgendwann waren die Edelmetalle Mainstream, dann war die größte Krisenangst mal rum und Sie sehen es jetzt hier, den Goldpreis in US-Dollar anhand der rechten Skala, ja. Es ging nach unten, obwohl die addierte Notenbankbilanz weiter gestiegen ist. Also von daher, wir glauben daran, Edelmetalle sind ein strategischer Aspekt in der Vermögensstruktur. Taktisch gesehen, ja, drängt es sich momentan nicht unbedingt auf, darauf zu spekulieren und vor allem Anleger, die auf laufende Erträge angewiesen sind, weil sie in den Ruhestand gehen oder weil sie einfach ihr laufendes Einkommen durch Zinsen, durch Renditen, durch Dividendenrenditen aufbessern müssen. Da gibt es natürlich momentan einfach andere Alternativen und die sollte man sich natürlich auch mal betrachten.
Das war es soweit zum Marktausblick und zu unserer Einschätzung, die wir hier in der Hypos Finanzplanung und in der Hypos Asset Management haben. Jetzt noch ein kleines Update zu unserem IAM Hypos Strategiefonds. Sie wissen, wir haben diesen Fonds im Jahr 2010 aufgesetzt, um letztendlich eine Anlage zu schaffen, die permanent in das investiert, was den deutschen Anlegern fehlt. Wir haben damals gesagt, es gibt systemische Risiken, also sprich Risiken aus den Banken, aus dem Finanzsektor. Dafür brauchen wir physische Edelmetalle. Und da wir auch wissen, dass die Schwankungen an den Märkten tendenziell sehr hoch sein werden oder sehr hoch werden können, brauchen wir konsequente Absicherungsstrategien gegen zu starke Schwankungen, gegen natürlich auch eine erneute Kreditkrise. Und wir sind auch damals, wie viele andere, davon ausgegangen, dass natürlich die niedrigen Zinsen und auch die Notenbankintervention zu Inflation führen müssen. Und da war die Kausalkette relativ einfach. Für Inflation braucht man was? Na klar, Rohstoffe, Minenwerte, Rohstoffwährungen. Und naja, wenn das Wachstum bei uns niedrig ist, in Europa und in den USA, dann müssen wir dorthin gehen, wo das Wachstum größer ist, eben in die Schwellenländer. Und tja, im Ergebnis muss man ganz klar sagen, die physischen Edelmetalle, ja, die haben wir zwar immer noch im Tresor, aber in Sachen Preis war das jetzt wirklich nicht ein Performance-Bringer. Absicherungsstrategien, ja, abgesehen vom Mai oder vom Sommer 2011, wo es mal mit 20% gekracht hat, war eigentlich auch nicht so viel. Also Absicherungen haben eigentlich nur Geld gekostet. Die Rohstoffe, die Minenwerte und die Rohstoffwährungen, die scheinen ihren 10-Jahres-Trend nach unten gebrochen zu haben. Und auch die Schwellenländer haben sich bedeutend schlechter entwickelt als die Industrienationen. So war die Ausgangsbasis, so hat es sich dann auch in der Zukunft entwickelt. Dementsprechend haben wir auch hier angepasst, haben die Strategie etwas anders umgesetzt, flexibler umgesetzt seit dem 01.01.2013. Man sieht es im Endeffekt auch hier in den Ergebnissen. Nach unten war es immer gut. Wir konnten die Risiken ganz gut steuern, obwohl es keine großen Krisen gab. Aber im Ergebnis haben wir hier für den Fonds, der typischerweise ein paar Prozent bei unseren Kunden ausmacht, meistens so zwischen 5% und 10%, hat der Fonds nicht an den Kapitalmarktentwicklungen teilgenommen. Warum? Wir haben einfach zu wenig Risiken genommen und viele Conclusions, die man mal hatte, Notenbankinterventionen führen zur Inflation, haben sich nicht manifestiert. Deswegen, Sie sehen es auch in den Ergebnissen, Anfang 2013 wurde es flexibler gehandhabt. Dementsprechend auch die Ergebnisse im Endeffekt lassen sich jetzt besser zeigen und der Fonds ist jetzt eben flexibler aufgestellt und orientiert sich mehr an den globalen Kapitalmärkten, hat aber nach wie vor den Fokus, einen vermögensverwaltenden Ansatz zu haben. Das heißt natürlich auch hier die Aktienquote taktisch zu steuern, auch mal auf Null runterzunehmen und natürlich auch mal an steigenden Volatilitäten zu profitieren. Seit der Neuausrichtung sieht das ganz gut aus. Sie sehen es hier in grün dargestellt, mal im Vergleich mit verschiedenen anderen vermögensverwaltenden Fonds. Uns geht es aber im Kern natürlich darum, auch zu zeigen, es gilt nicht nur für Vermögensklassen und Anlagestile, sondern es gilt natürlich auch für die Auswahl von Managern. Es sollte immer auch eine gewisse Mischung vorhanden sein. Und das ist ja auch die Konsequenz, die wir grundsätzlich immer predigen. Das Portfolio sollte ausgewogen und diversifiziert sein. Im Ergebnis kann man es zusammenfassen, neben den Kapitalmarktthemen bieten wir natürlich alles an, was mit der Finanz- und Ruhestandsplanung zusammenhängt, von der Anlageberatung bis hin zur Vermögensverwaltung werden die Themen abgedeckt und ein Aspekt, der mir momentan sehr stark am Herz liegt, das ist hier das Thema Unterstützung beim Immobilienerwerb, also das Thema Immobilienanalyse, Finanzierungsgestaltung, weil hier werden momentan in vielen Fällen Preise bezahlt, die aus meiner Perspektive wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen sind. Deswegen schauen Sie auch mal auf unserer Webseite. Wir haben jetzt einige Termine eingestellt zum Thema Immobilienanalyse, bei dem wir uns mit den Faktoren beschäftigen, die hier renditerelevant sind für all diejenigen, die sich mit der vermieteten Immobilie als Kapitalanlage und deren Finanzierungsgestaltung beschäftigen. Kurz noch ein Hinweis auf unsere regelmäßigen Informationen, Hypos Markets, das ist jeweils Hintergrundinformation und ein Blick über den Tellerrand, erscheint jeweils mittwochs. Freitags gibt es noch mal eine kleine Marktzusammenfassung für diejenigen, die einfach nur mal kurz die Infos möchten zu dem, was in dieser Woche passiert ist. Monatlich gibt es dann den Hypos Inflationscheck. Hier nehmen wir mal die aktuellen Renditen des Kapitalmarktes, ziehen die Abgeltungssteuer ab und setzen das auch mal ins Verhältnis. Das gibt einen sehr schönen Überblick, welche Renditen momentan wo zu verdienen sind. Und das hilft Ihnen auch zu verstehen, wo Investmentfonds, wo Vermögensverwaltung ihr Geld verdienen können. Und vor allem auch, welche Renditeangaben in der Werbung, salopp gesagt, vollkommener Blödsinn sind, weil sie einfach für die Zukunft nicht replizierbar sind. Euro-Krisenbarometer, auch das bringen wir auf monatlicher Basis. Schauen Sie da durchaus mal rein. Halte ich für sehr wichtig, auch wenn das Thema momentan eigentlich keine Rolle spielt. Es ist ein wesentliches Thema
vielleicht momentan eine kleine Eintrittswahrscheinlichkeit einer schweren Krise, aber die Auswirkungen wären sehr groß. Von dahingehend schauen Sie mal rein und die regelmäßigen Publikationen und Veranstaltungen finden Sie alle auf der Webseite. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt gleich die Konferenz für Fragen öffnen. Grundsätzlich können Sie uns gerne per E-Mail Ihre Ideen und Fragestellungen zukommen lassen, sodass wir auch im nächsten Kapitalmarktausblick Anfang Juni wieder Ihre Fragen und Anregungen aufnehmen können, um natürlich auch möglichst viele von den Punkten aufzunehmen, die Sie in der Praxis beschäftigen. Abschließend, auch das muss natürlich dazu gesagt sein, alle hier genannten Fakten sind natürlich auch durch Sie selbst zu überprüfen. Wir verwenden natürlich Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber letztendlich kann natürlich eine Online-Konferenz immer nur Denkanstöße liefern und kann natürlich in keiner Art und Weise dazu führen, dass Sie Ihre Anlagestrategie verändern oder dass Sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Und von daher gehend, denken Sie nochmal an eine der ersten Folien, Herleitung einer Anlagestrategie, das meines Erachtens ein Kernthema und dabei sind wir Ihnen auch gerne behilflich von der Herleitung über die Umsetzung bis auch zur laufenden Betreuung. Das war's von meiner Seite. Machen Sie es gut, einen schönen Abend und nun sind wir für Fragen zur Verfügung.